So, jetzt haben wir die Axt, um weiterzukommen. Ziehen ist immer gut. So. Ich röste dich wie eine Chihuahua. Und hier ist Johnny. Schatten habe ich gerade gesehen. Traut euch rauskommen. Ich habe eine Axt und Blähungen. Tötet euch nicht die Axt, dann töten euch meine Blähungen. Hand hängt zum Basketballkorb. Der hat irgendwie das Prinzip vom Spiel nicht verstanden, derjenige. Transfer complete. It's Tibbetts. Fingerprints from his personnel file match the hand. It looks like the torturer got to him before we did. Ah ja. Die Chance, dass er überlebt mit einem Arm, ist nicht sehr hoch. Im Weg geht's immer nur abwärts, egal was ich mache. Immer wieder geht's weiter runter. Dieses Spiel spiegelt mein Leben. Es geht nur abwärts. Und wieder mal in den tiefsten Keller. Wie mich das freut. Zumindest gleich Medizin zu finden ist was Schönes. Was ist das gewesen? Ein Bolzenbrett brauche ich nicht, wenn ich eine Axt habe. Oh. Da ist wieder eine Plakette. Warum sage ich eine Plakette? Ein Metallstück ist das. Ach. Auch mir, einen guten und aufrichtigen Menschen, passieren so Dinge, wie zum Beispiel Wahnvorstellungen. Das ist aber wieder einladend, drauf zu gehen. Da geht man rauf, kriegt einen Tritt ins Gesicht, fliegt wieder runter. Nicht einmal. Scheint da wieder rauf zu gehen. Aber ich schaue mich immer in beiden Richtungen um. Da kann man auch die Tür öffnen und man geht einfach nur in den Kreis. Da geht es noch weiter runter. Mann, bin ich geisteskrank. Ah, toter Vogel. Hat sich ja alles ausgezahlt, für einen toten Vogel da runter zu gehen. Manche sammeln Briefmarken und ich sammle tote Vögel. Super, wieder eine Xbox gefunden. Was soll das eigentlich darstellen? Alle Psychopathen spielen Xbox 360. Verdammt, ich wusste es.
mal ein bisschen Whisky bestellen. Mm. Was haben wir denn da? Schaut aus wie ein Pudding, nur dass er grün ist und Schimmel drauf ist. Schmacki, schmacki. Ein Bohnenkarton. Man hat alles da. Vorne haben wir die Küche. Da haben wir das Schlafzimmer. Und da ist noch eine kleine Mülltonne, falls man noch zwischendurch Hunger hat. Und ein großes Wohnzimmer. Da hat man auch ein eigenes Büro. Da kann man alles vollschmieren. Und seine kreativen Ideen freien Lauf geben. Da haben wir die Haustür, da kommen wir raus. Da haben wir auch einen schönen Spielplatz. Da kann man auch Fußball spielen. Da haben wir wieder eine Mülltonne. Da haben wir auch eine Rutsche. Ist ja eigentlich voll gemütlich hier. Thomas speaking. Thomas, I just wanted to make sure you met me out front with me. Aha, das war meine eigene Leiche. Ey, das ist ein Petspender. Der nächste Petspender. Gut. Ah! 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 Du erholst dich nicht mehr. Bleib liegen. Du blöder Petspender. Ah, der hat eine Schusswaffe. Jetzt nicht gerade nette Zeitgenossen. Nach unten springen? Bin doch nicht blöd. Aber irgendwie muss man da ja weiterkommen. Oh, Gottes Willen. Deswegen ist es Medizin. Ja. Ein Gewehr. Ich gehe mit meinem Gewehr. Es ist zwar wirklich schwer, aber ohne Gewehr, da geht gar nichts mehr. Das war ein geiler Move. Okay. Schauen wir mal ganz kurz rauf, ob es da überhaupt weitergeht. Nö. Okay, dann weiß ich, wo ich hin muss. So. Thank you.
Dame-Kerl. Transfer data when ready. Der hat irgendwie versucht, mit letzter Kraft sich zu verstecken. Scheint mal, ob der Ethan wahrscheinlich sowas, so eine Gabe hat, so eine Vorausschaugabe. Oder er kann sich in andere Leute versetzen. Ah, dann, ich bin schon komplett falsch. Irgendwo da muss ich jetzt Spuren finden. Da hat er sich an die Wand gelehnt. Gruselige Tür. Da war jetzt auch einer vor der Tür. Ich mag euch alle nicht. Seid jetzt alle Arschlöcher. Haben wir wieder einen Vogel? Sorry für diese Kraftausdrücke. Aber irgendwie habe ich doch recht, oder? Die wollen sich ja nur die ganze Zeit wehtun. Okay, da habe ich jetzt jemanden vorbeihuschen sehen. Das mag ich überhaupt nicht. Zeig dich. Irgendein Schrank muss der Typ jetzt drinnen sein. Hinüberklettern ist immer leibend. So, mal freigeschalten. Objekt verschieben. Das war mal schön. Muss ich mich selber loben, einmal. So richtig. Bin ich echt stolz auf mich selbst. Okay, die lassen wir mal kämpfen gegeneinander. Okay, da rennt schon wieder so ein Krüppel vorbei. Sparen kann, dann sollte man auch dieses tun. Der hat wahrscheinlich den vorher alle gemacht. Da geht es einmal nicht weiter. Wir dürften jetzt ganz schön nahe schon sein. Da ist er. Just ends at a bank of lockers. Thomas, have you looked inside? Da ist der arme Kerl. Vor Angst verblutet. Is on the way. Who did this to you? Carl Anderson. The torturer. Okay, take it easy. Do you know where he is now? Other man came to Carl away. Left me here to die.
Rosa, send an EMT immediately. Cancel that. Similar to the pesticide we found on the matchmaker's neck? An exact match. I've been running an analysis on those samples. It's azinfos methyl and is class 1, highly toxic. Was previously used as an insecticide for all sorts of agricultural crops, now banned for domestic use, and can only be used commercially by permission. This particular formulation includes some other trace chemicals and can be matched to a brand name called Applewell. I've put in a contact to the company to see if we can get a purchaser's list. Applewell. Apples. Yes, as I said, it was used on all sorts of agricultural crops. Apples would be one of those. Yeah, the town of Briar is pretty rural. Any chances there's an apple orchard up there? I'll get right on it. Ein armer Schwan. Ganz ehrlich jetzt. Ich hoffe, werde ich sicher brauchen, aber ich drehe mich so ungern von der Waffe. Bin ganz ehrlich. Schauen wir mal, ob wir es wirklich brauchen. Einen haben wir ja noch rumrennen gesehen vorher. Ja, wir brauchen die Schaufel. Super. So. Ah, jetzt haben wir wieder eine gute Waffe verloren. Das macht mich sehr traurig. Was soll's? So, jetzt können wir durch. Da krabbelt schon wieder was. Das ist der Swimmingpool der Anlage. Oder der ehemalige, sagen wir es mal so. Irgendwie, glaube ich, zwingen die uns wieder wo runter zu springen. Ja. Wie ich es geahnt habe. Psychopathen brechen schon durch. Das kann ja nicht gesund sein. Scheiße, da haut wer von hinten drauf. Genau am falschen erwischt. Da seid ihr wahnsinnig. Wie viel setzen da noch? Ganz gesund. Mal schnell raufklettern. Natürlich. Meine Warnvorstellung, die Gesundheit ist noch immer für den Arsch.